Jo Leute, was geht? Hier auf dem Weg zum Fußballplatz. Ja. Hier gehe ich gerade lang. In meinen neuen Schuhen. Wie schon im letzten Video gesehen. Nicht wundern, wenn es ein bisschen ruckelt. Wer sich fragt, was ich trinke zum Sport. Also für alle RTL-Zuschauer da draußen, die mir folgen wollen, die Worte sind ganz schön verboten. Also das trinke ich, Penny Cola. Nicht gerade gesund, aber ja, trinke ich nach dem Spielen. Ich werde jetzt nur hier das Video machen und dann auf dem Fußballplatz. Also kurz das Video machen und woanders hin üben, würde ich mal sagen. Spielen. Okay. Hier ist der Platz wieder. Wir sind angekommen. Ich drehe mich mal ein bisschen. Ja, davon ist ein Weg. Meine Cola, mein Schlüssel, mein Adidas Ball. Meine Hose von Pop Elversburg, Adidas Schuhe, Adidas Hose, leider kein Adidas T-Shirt, eins von Tom Taylor oder so, weiß ich nicht. Okay. Okay, dann sehen wir uns ja gleich. Ciao. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich euch einen neuen Trick zeigen. Ich weiß jetzt leider nicht den Namen. Den werde ich mir wieder in den Titel ausdenken. Okay, der Trick nennt sich Step Kick. Doch, so heißt er. War eins, da macht ihr ein Kick. Ja, weiß jeder. Hier. Diese Kicks. Okay, im nächsten Video kommen die Übungen. Vielleicht. Oder um was hier auf jeden Fall. Vielleicht mein Training, was ich manchmal mache. Okay. Hier geht es zum letzten Video von mir. Guckt es euch an. Ja, hier ein Abonnier-Button. Okay, und den letzten Intros, den könnt ihr in der Beschreibung finden. Bei Metal Gear Solid 375 werde ich auf jeden Fall. Den Namen werde ich hier einblenden. Über meinen Kopf. Oder in mein Gesicht, so. Okay. Ja, dann viel Spaß mit dem Video. Okay, los geht's. Also als erstes müsst ihr den hier können, wie gesagt. Dann müsst ihr das so ziehen. Zieht euer Bein so. Bisschen nach rechts und dann könnt ihr den mit dem linken Hacken so ein bisschen so nah so. Also, hiermit könnt ihr den Ball treffen, oder? Ja, unterschiedlich wie ihr den trifft oder mit dem Hacken so, ich werde ihn nochmal zeigen. Erst gut, falls einer vor euch steht. Ich zeig's mal aus dieser Perspektive. So zum Beispiel, wenn einer steht, könnt ihr den so machen. Oder ihr müsst einfach, wenn ihr den Ball zum Beispiel so ein Dribbling macht und sowas. Ihr macht zum Beispiel mit Freunden, ihr jongliert den Ball. So zum Beispiel so. Da könnt ihr den so wegschießen zu dem. Aber ihr müsst ihn versuchen hoch zu kriegen, denn ich zeige ihn jetzt nur so, weil ich den eigentlich immer nur so benutze. So hoch. Kann ich euch nicht versprechen, dass ich den kann. Aber naja, also folgendermaßen geht der Trick. Ihr zieht ihn hier auf den Fuß. Also hoch. Übt erstmal den hier, legt ihn euch hier so rein, dass ihr ihn so halten könnt. Immer so in der Luft, egal. Mal ein bisschen den, dass er nicht runterfällt ein bisschen. Okay. Wenn ihr den könnt, macht ihr einfach mal so hoch. Wenn ihr den habt, dann müsst ihr mal ein bisschen, wenn
und her bewegen, wie gesagt. Lass ihn mal ein bisschen fallen auf den Fuß. Also versucht sowas hier. Dann fangt ihn auf. Also so. Ah, fuck. Ja, auffangen ein bisschen, oder? Ein bisschen das hier empfehle ich euch. Haarausdruck, Happy. Oder eher gesagt, da benutzen wir den Ausdruck. Diet. Okay. Also wenn ihr den könnt, dann müsst ihr erstmal bei kurz weg. Okay, dann müsst ihr so versuchen. So. So zum Beispiel. Dann könnt ihr auch. Okay. Ja, ein bisschen dann so. Wer ihn kennt, das ist Cristiano Ronaldo. Den Trick von dem. Das Video kommt in die Beschreibung rein. Ich werde ihn mal versuchen zu zeigen. Es wär, ich habe ihn bisher nur einmal hinbekommen. Es ist sehr schwer, wie gesagt. Aber naja. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, macht doch einen Daumen nach oben. Kommentiert das Video, abonniert und sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.